du Maklerin bist. Setz dich ja. Schon mal hin, ich hol mal noch einen Aschenbecher. Das wussten einige nicht. Und es gab natürlich auch erst schon so ein paar unangenehme Reaktionen darauf. Welche denn? Was? Hä? Ja, was berechtigt denn jetzt dich? Die Blondine mit den großen Brüsten als Maklerin da aufzutauchen? Ne? Und da haben wir Folgendes gemacht, dass wir in einer Sendung einfach mal das IHK-Zeugnis in die Kamera gehalten haben. Auch für die ganz Bekloppten. Aber ich meine ganz ehrlich, es haben sich auch Makler aufgeregt. Warum? Makler aufgeregt, weil sie eben dachten, ich mache das eben halt, weil ich, eine Z-Prominenz oder wie auch immer habe. Ja. Ne? Aus den Gründen, dass ich eben halt irgendwas im Fernsehen machen kann. Aber ich bin ja wirklich gelernte Immobilienkauffrau bzw. Kauffrau in der Grundstücks- deswegen und Wohnungswirtschaft. Deswegen passt es wieder. Und deswegen mache ich es wieder. Und ich meine, es passt ja auch. Ne? Wie viel habt ihr gedreht? Wie viele Folgen? Wie viele Staffeln? Ist das eine Staffel jetzt? Das sind, glaube ich, 8 Folgen, die wir bisher gedreht haben. Und das wird dann so reingestreut, ne? Einmal die Woche oder so. Du bist nicht jeden Tag drin. Nee. Okay. So, wir reden ja über Kino, weil wir Uncut ist ja eine Filmseite. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Überleg mal. Also es gibt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke sehr, sehr gerne sehr viele Filme. Die meisten Namen sind mir dann aber irgendwie entfallen. Irgendwas muss hier hängen geblieben sein. Ja, was auf jeden Fall hängen geblieben ist, ist Ocean 11. Echt? Brad Pitt und George Clooney von Soderbergh? George Clooney, Matt Damon. Ist das mit Julia Roberts auch? Da ist Julia Roberts dabei. Andy Garcia. Ja, genau. Was findest du daran geil? Ich mag die ganzen Schauspieler, aber ich finde das lustig irgendwie. Die alle zusammen agieren zu sehen vor der Kamera, finde ich einfach cool. Und Teil 2 und 3, wie findest du das? Ja gut, das ist natürlich dann wie... War Aufguss? Ja, war Aufguss für dich. Also ich finde, ist ja wie mit den meisten Folgen. Es wird dann immer irgendwie langweilig. Obwohl, er hat sich ja Mühe gegeben. Er hat selber Produzent, selber Regisseur und selbes Dreamteam, weil die haben ja gemerkt, dass sie bei Teil 1 richtig Kohle gemacht haben. Ne? Und ich glaube, Teil 2 und 3 sind halt nur noch für Kohle gemacht worden. Ja. Ist ja immer so. Wie findest du denn den Stil von Soderbergh? Ist doch Soderbergh, oder? Offensive. Ja. Gut, ich kann weitermachen. Wie findest du denn den Stil? Weil der ist ja immer so ein bisschen experimentell, hat ja auch Sachen erfunden, auch im Fernsehen. Kannst du dich noch an den Stil erinnern von dem Film? Nee. Nee? Okay, schade. Was genau meinst du? Das ist nämlich genau das, ne? Ich lasse mich immer gerne berieseln. Er benutzt mehrere Stilmittel, benutzt Musik sehr extrem und erfindet halt Sachen. Der letzte Film, den er gemacht hat, war mit so einer Kampfsportfrau, die zum ersten Mal eine Hauptrolle gehabt hat. Und da hat er auch Sachen erfunden, die man zuvor noch nicht gemacht hat im Kino. Er muss halt immer Grenzen überschreiten. Und das kann er ziemlich gut. Er hat das bei Ocean 11, glaube ich, auch gemacht. War halt Brad Pitt. Gut, es ist halt ein Brad Pitt-Film. Punkt. Genauso wie Fight Club auch. Ja, aber Moment. Brad Pitt, ne? Ich meine, ist halt ein Brad Pitt-Film. Ich meine, Brad Pitt hat ja nun auch 7 Jahre in Tibet gemacht. Den Film finde ich auch super. Oder Seven, ich meine, so ein bisschen psychosolamäßig. Seven ist ein Meisterwerk. David Fincher, ne? Durchbruch, ja. So, ich meine, das sind ja wirklich auch gute Filme, ne? Und ich finde, aber du sagst eher Ocean 11 als Seven. Warum? Weil da alle zusammen drin sind. Also, wie gesagt, mit Damon. Du stehst auf Star-Kino. Ja. Echt? Ja. Warum? Warum ist das so? Weiß ich nicht. Kann ich dir eigentlich nicht sagen. Aber irgendwie, ich meine, es ist ja wirklich so, dass wenn man dann mal, ich habe natürlich auch schon irgendeinen Film mit Brad Pitt gesehen, wo ich dachte, hey, wieso gibt denn der sich dafür her? Ja. Also wirklich absolut. Mexican. The Mexican mit Julia Roberts, ganz schön. Nee, oder das gab noch irgendeinen Film, wie gesagt, ich habe den Namen vergessen, ja? Mhm. Da ging es immer nur um Bilder. Da haben die immer nur so Bilder gezeigt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Was sind für Bilder? So schöne Porträts? Landschaften und all sowas. Also, Legenden der Leidenschaft? Nee. Der ist auch noch nicht so alt. Ich, wie gesagt, mir ist der Name entfallen. Habe ich bestimmt auch verdrängt, wenn es so schlecht war. Also da habe ich gedacht, ich habe mir den bis zum Ende angeguckt, weil ich gedacht habe, da muss dann irgendwas kommen. Da muss dann noch was kommen. Da muss dann noch das was ist der Horror. Ne? Wenn der Film dir so viel verspricht durch Werbung oder Poster oder Schauspieler und dann guckst du es dir an und du hast einfach 2,5 Stunden verschenkt. Ja. Da habe ich schon mal die DVD aus dem Fenster geschmissen, weil ich so sauer war. Was war denn dein erstes Erlebnis mit Kino und Film in deinem Leben, wo du daran nicht erinnern kannst? Also ich hatte Frankenstein, Fernsehen, Schwarz-Weiß, 70er. Und du? Ja, das war doch noch ein bisschen später. Das weiß ich auf jeden Fall. Kino. War das Kino oder das Fernsehen? Mein erstes Erlebnis. Mit Film. Oder wo du dich daran erinnern kannst. Oh ja, ich weiß, ich kann mich an etwas erinnern. Ich kann mich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig an den Film erinnern. Ich weiß nur, es gab einen riesen Familienkrach. Also meine Eltern sind getrennt, ja, also geschieden. Und ich durfte mal bei meinem Vater übernachten und wir haben Horrorstreifen geguckt. Und ich habe nächtelang, also ich muss ungefähr 6, 7, 8 gewesen sein. Mhm. Und ich habe nächtelang wirklich Albträume gehabt und stand immer danach bei meiner Mutter am Schlafzimmer. Das war doch ein extremes Erlebnis, hast du doch. Das war ein total. Das merkt sich doch ein Kind und das Kind entwickelt sich danach irgendwie dadurch, glaube ich schon. Ja? Ja? Also bei mir war es so, ich habe The Fock geguckt. Habe ich deswegen so große Brüste? Wahrscheinlich. Ich kann mich nicht mehr wirklich an den Handlungsstrang erinnern, aber ich weiß eben halt, dass ich wirklich Albträume gehabt habe. War das Fernsehen oder war es eine Videokassette? Das war eine Videokassette. Also Papa hat es ausgeliehen? Papa hat es ausgeliehen. Papa ist schuld. Du hast nicht gesagt, Papa, ich möchte einen Horrorfilm, sondern Papa hat den Horrorfilm geholt, richtig? Könnte eine Mischung aus beiden gewesen sein. Echt? Mhm.
Ja, bei mir war es, wie gesagt, The Fog. Da war ich im Zoopalast mit meiner Mutter, der war ab 16, glaube ich war 14 und hatte so viel Angst, ich musste raus aus dem Kino. Und seitdem liebe ich Horrorfilme, weil es einfach dieser Kick ist, dieses Adrenalin, weiß ich nicht, was dich irgendwie herausfordert, da deinen Körper fallen zu lassen. Bleib, jetzt schweife ich auch ab, egal. Aber Horror finde ich, also... Es ist eine Herausforderung. Ja, aber zum Beispiel kennst du Haunted Hill? Welches? House of Haunted Welches? Hill? Welches? Remake, Original, schwarz-weiß, Farbe? Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich kenne einfach nur das Normale. Also und die am Anfang in diesem Fahrstuhl, sind die doch in diesem Fahrstuhl? Ja, das ist ein Remake. Das ist ein Remake, okay, ja gut, dann habe ich das Remake gesehen. Das war von, nee, weiß ich nicht von wem. Da spielt, glaube ich, der Monk mit, ne? Der Sherlock, der Darsteller. Kann es sein? Ja. Ist das so, wo die alle diese Fallen auch haben? Die werden ja alle eingeladen. Ja, ja. Die können eine Million, können da diese Million gewinnen, wenn sie eine Nacht in diesem Haus übernachten. Fand sie gut? Ich fand den gut. Ich fand den gut bis zu dem Punkt, wo es dann irgendwie in den Keller ging und irgendwelche komischen Figuren aufgetaucht sind. Das finde ich dann immer merkwürdig. Also wenn es nicht mehr realistisch bleibt. Das ist so für mich das so. Das haben halt viele Mainstream-Horrorfilme, die von großen Studios produziert werden, weil die halt denken, dass sie die Masse befriedigen müssen mit so einem blöden Ende oder mit so einer blöden Auflösung, weißt du? Manche Sachen fangen echt geil an, wo du denkst, huch, da kommt jetzt ein ganz toller Twist, den du noch nie gesehen hast, aber... Also ich stehe auch auf so Independent, die Franzosen haben geile Horrorfilme gemacht. Kennst du Inside? Mit Beatrice Dall, ist ein super Tipp. Oder Martyrs, da drehst du durch, wenn du siehst. Leer dich mal aus, das ist total geiles Kino. Mhm. Also wenn du auf Horror stehst, das ist wirklich also was... Also ich stehe auf alles, was so mit Psycho zu tun hat. Ja, ne? Auch ein bisschen dunkel. Ja. Aber du magst auch Komödien und Familienfilme? Ja, auf jeden Fall. Also ich mag auch gerne irgendwas mit Herzschmerz. Ups, ist mir gleich hoch. Ja, echt? Das ist ganz komisch. Je älter ich werde, desto melancholischer werde ich anscheinend. Ne? Also ich weiß nicht. Wie alt bist du denn jetzt? Ja, 36. Achso, ich dachte 25 immer noch. ist das schon mal interessant. Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du lieber Serien guckst. Serien sind die neuen Filme. Was man so früher mit Filmen gemacht hat, macht man jetzt mit Serien, weil die Serien ja so groß produziert werden und so gute Schauspieler, gute Drehbuchautoren etc. Das wird ja alles so aufgebaut, damit man da auch... Und Breaking Bad ist deine Lieblingsserie, ne? Habe ich gerade... Komplett die ganze Staffel gesehen. Nach. Ja, ich bin, ja, ich meine, es soll jetzt eine neue Staffel produziert werden. Ja, bestimmt. Wäre sie blöd, wenn sie es nicht machen würden. Wären sie echt blöd, ne? Und also da warte ich schon ganz gespannt drauf. Was ist denn da so geil dran? An Breaking Bad ich jetzt? Also, wie heißt er denn noch? Der Darsteller, ich weiß. Der Hauptdarsteller. Der Hauptdarsteller, ja. Der ist einfach, die Rolle passt ja überhaupt nicht zu ihm, ne? Also, dass er jetzt auf einmal da der große Drogendealer wird. Und das finde ich einfach geil, also, weil es einfach auch lustig irgendwo ist und spannend und man weiß nie, was passiert. Und, ja. Welche Staffel ist es jetzt, die du geguckt hast? Zwei? Ich habe alle geguckt. Nee, wie viel gibt es denn? Achso, fünf, glaube ich. Vier oder fünf. Also. Okay. Und du guckst es auf Deutsch oder auf Englisch sowas? Ich habe es auf Deutsch geguckt. Okay. Wo auf ich ja Englisch... Deutsch, in Deutsch? Ja. Keine Englisch, egal. Whatever. Spannender. Ich habe mir das immer angeguckt mit also Originalsprache und Subtitles auf Englisch. Und dann lernst du die Sprache natürlich ganz gut. Das können wir auch mal gleich auf Englisch machen. Do you think it's better to watch movies when they come out and are fresh in the cinema or would you wait to watch them at home on DVD or Blu-ray? I would prefer to watch them in the cinema. Why? Because they are the bigger screens. And the bigger sound. More emotions and yeah. And you like it when you have to sit next to like strangers, like people talking and eating and whatever doing next to you in the cinema? You okay, don't care? That's a fact I don't like so much. But that's how it is. That's how it is, but I love the big screen. You can block this out. I can block it out and... Gut, dann machen wir auf Deutsch weiter. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Learning by doing. Ich werde das nächste Mal mir auch das so, ne? Ich werde es auf Englisch gucken und die Subtitles noch drunter legen. Mach das mal, das ist gut, weil du hast die Originalstimmen. Und es ist ja auch 50% des Actings. Wenn das die da eigentlich. Meryl Streep auf Deutsch kannst du in der Pfeife rauchen, auf Englisch kriegst du einfach, bist du geplättet bis zum Abwinken. Ich habe jetzt gerade bei der letzten DVD mit Brad Pitt, ja, da hat auch hier so ein Baseball-Lehrer da gespielt. Ja, ich weiß auch wieder, wo er Oscar nominiert war, Moneyball. Moneyball, genau. Ja. Siehst du, auch den Namen habe ich schon vergessen, habe ich auch am Wochenende geguckt. Ne? Da habe ich mir gerade noch die Frage gestellt, wer synchronisiert eigentlich Brad Pitt? Ne? Also den würde ich auch gerne mal als Person sehen, weil klar, die Stimme ist natürlich irgendwo so, das ist für mich Brad Pitt. Sind halt Schauspieler, sind Schauspieler, die es machen. Klar. Also ich kenne Franziska Bigulla, das ist die Stimme von Scully aus Akte X, sagt ihr Scully auch, die spricht auch jetzt für ProSieben ganz viel, Galileo und so. Und es ist halt vom Typ her eine ganz andere Person. Aber die Stimme ist einfach durch dieses Berieseln, weil du es ständig siehst, denkst du, diese Stimme ist hier, wie heißt die, Gillian Anderson. Und ja, das ist schon krass. Es sind halt Schauspieler. Wie sieht die denn aus? Franziska sieht total anders aus.
Was heißt denn anders? Also ist halt ein ganz anderer Typ. Ich finde, die hat eine ganz erotische Stimme. Kennst du Franziska? Ne? Ja. Aber du weißt, wen ich meine jetzt, die Stimme. Ne? Ja, die Stimme. Die hat so total die tiefe Stimme und sehr erotisch. Ja. Ne? Sie ist halt ein ganz anderer Typ. Sie war mal Nachrichtensprecherin bei Rias TV, da habe ich sie auch kennengelernt. Ist ja auch egal, bla bla, stundenlang. Was findest du denn gut oder schlecht an 3D? Findest du das einen guten Trend oder findest du das ist nur Kohlemache für Hollywood? Also ich finde es nicht schlecht. Also ich habe gerade auch wirklich am Wochenende bei meinem Stiefvater zu Hause gesessen. Der hat sich nämlich so einen Fernseher gekauft mit hier 3D-Funktion und HD und was nicht noch alles. Saß ich mit meiner Oma, ja, weil ich komme aus Bremerhaven und habe mal wieder die Family besucht. Und da saßen wir dann alle drei mit diesen Brillen da vor dem Fernseher. Was habt ihr geguckt? Nur irgendwelche Demo-Sachen. Also ach so. Jetzt keinen wirklichen Film. Ne? Also einfach nur mal zu gucken, wie das eigentlich aussieht. Und um das meiner Oma auch mal zu zeigen. Und die ist da fast vom Sofa war gefallen. Das gut, ne? Oder die, was fand, du meinst? Die fand das super. Also. Die fand das super. Also sie hat echt das Gefühl, ja, die das Autos ja fahren auf sie zu. Also ich finde es nicht schlecht. Aber die Filme, hast du mal einen geguckt in 3D? Nee, Kino? Ich habe selbst nicht Avatar gesehen. Ne? Avatar ist ein Erlebnis, weil er hat es erfunden. James Cameron ist einfach der Meister. Aber alles, was danach kam, ist halt Mist. Es ist definitiv Mist und nur Geldmacherei. Avengers, dieser Marvel-Comic mit Scarlett Johansson und Robert Downey Jr. Hab ich nicht gesehen. Aber war ganz groß, sagt dir vielleicht was? Wo du ganz groß promotet, dieser Superheldenfilm, wo alles zusammenkommt, war der allerletzte Mist inhaltlich. Echt? Ja. Man kann Avatar kritisieren und sagen, okay, das ist irgendwie Pocahontas mit ein bisschen Braveheart und so und der hat sich wiederholt, aber es ist einfach von der Geschichte, es ist ausgereift. Und die anderen Filme, die jetzt in 3D produziert werden, die sind halt geschichtlich nicht ausgereift, drehbuchtechnisch. Da geht es wirklich nur ums 3D. Ja, und das ist zum Kotzen. Das hat ja nichts mit Film zu tun. Film ist ja immer eine Geschichte. Ja. Ist halt schade. Aber 3D an sich ist geil, finde ich auch, wenn es halt irgendwie geil, gut produziert ist und eine gute Geschichte dabei ist. Mhm. Kostet natürlich auch einiges, ne? Ja, weil Leute mit dieser Kamera drehen muss, ne? Ja, ist halt so. Was meinst du denn, wie die Zukunft des Kinos aussieht? Mehr 3D, weniger 3D? Du kriegst es ja ein bisschen mit, wie der Trend ist. Ja, wie ist der Trend? Also ich glaube 3D, 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 ja, Blockbuster 3D, und klar. Die große Kohle, nicht die kleine Kohle. Die große Kohle, klar, ich meine, wird ja... Ich weiß nicht, gucken die Leute wirklich noch so viel Kino? Ja. Ja? Es wird, ist ein bisschen mehr geworden, glaube ich. Ist mehr geworden? Okay. Mhm. Durch 3D. Ja, okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Nee? Nein, ich weiß es nicht. Ist das für dich ein Hobby? Nee, nicht wirklich, ne? Ist eine Nebenbeschäftigung, Berieselung, abschalten. Ja, ist ja nichts Schlimmes. Ja. Bist du nicht verpflichtet? Ja, ich glaube ja. Also ich gucke sehr, sehr, wirklich sehr, sehr viele Filme. Ne? Also aber mir entfallen sogar die... Das ist echt... Aber warum? Ja, warum? Berühren die dich nicht? Wann heulst du denn beim, Film? Ach, wo hast du geheult? Erinnerst du dich? Wenn's kein Happy End gibt, wenn irgendjemand stirbt, wenn's mit der Liebe nicht funktioniert. Halt doch wirklich so total schnulzig eigentlich. Ne? Nee, ist ja, das also, berührt uns ja. Dafür wird's ja gemacht. Das berührt uns ja. Erinnerst du dich an einen Film, an eine Szene? Ja, ich glaube, da haben wir uns auch kurz schon mal drüber unterhalten, diesen Film mit Brad Pitt, Ocean's 11, du hast bei Ocean's 11 geheult. Nein, das kann wohl nicht wahr sein. Nein, habe ich nicht. Sie haben doch die Kohle gekriegt, oder? Nee. Ja. Nee. Hier mit Titanic, wie heißt der denn? Leonardo DiCaprio, ja, James Cameron. Selbst der Name entfällt mir gerade. Echt? Ist ein super Schauspieler. Nein, wie heißt denn diese Verfilmung da, diese... Kate Winslet? Wen meinst du jetzt? Mensch. Leonardo DiCaprio. Ich werde alt. Leonardo DiCaprio. Ach, damals der Hoover. Edgar J. Hoover. Genau. So, und da, er war ja schwul. Ne? Keine Ahnung, ich habe den Film nicht gesehen. Du hast den Film nicht gesehen? Siehst, ich habe auch drei Anläufe gehabt. Ne? Und ja, erst beim dritten Mal habe ich es bis zum Ende geschafft, weil man muss ein bisschen aufpassen. Was ich eigentlich nicht so oft mache. Ne? Ja. Ich lasse mich berieseln. Deswegen war der Film ganz schön anstrengend für mich. Aber es stellte sich auf jeden Fall am Ende irgendwie raus, dass er schwul war. Und dann hat er eben halt so einen älteren Freund. Und der war ihm treu ergeben und hat auch für ihn gearbeitet. Und naja, am Ende irgendwie ist halt... Leonardo DiCaprio gestorben und der alte Mann stand daneben und ja, das tat mir einfach irgendwie total leid. Es lief runter? Mhm. Cool. Nee, ist geil, das liebe ich am Kino. Deswegen ist Kino mein, weil es sich echt berührt. Weil ich das einfach schön finde, ne? Ja. Dieses alte Pärchen, egal ob eben halt, ne? Hetero, welche, Homo, sonst welche was, Konstellation auch immer, ne? In einer anderen Zeit und die haben aber zusammen gestanden und waren sich treu ergeben und das hat Liebe ist halt das Größte. Findet man heute nicht mehr allzu oft, ne? Es gibt es aber trotzdem noch. Das gibt es halt im Fernsehen nicht. Das war mein Handy. Du wirst ja im Fernsehen, du heulst ja nicht bei DSDS. Nee. Du heulst auch nicht bei Supernanny. Nee. Du heulst auch nicht bei Ulla Kock am Brink die perfekte Minute, um ein Gegenprogramm zu sagen vom Gegensender. Es ist halt schon was anderes. Ich würde auch nicht bei Tag und Nacht Berlin heulen. Tag und Nacht, ja. Tag und Nacht, genau, weil ich weiß, das ist alles gescriptet. Ne? Ja.
Aber die Leute gucken es, die jungen Leute, die Zielgruppe hat der RTL 2, da sind sie ja dankbar. Filmpool freut sich, die Autoren freuen sich, dass sie weiterarbeiten können, das ist ja alles gut. Du gehst, meine ich, das interessiert mich halt am Kino, weil es echt, es schafft, auch durch diesen Saal, in dem du natürlich bist, oder in der Situation, du bist ja zu Hause, entspannst dich, ja, dich zu berühren einfach, auch durch die Musik. Also ich stehe total auf Filmmusik. Da fange ich schon bei der Musik an. Genau, das ist ja, ne, klar. Ja. Gerade wenn man mal so ein bisschen auch Kontakt mit Fernsehen hatte, ja. So, dann weiß man ja, wie Emotionen auch verstärkt werden können. Eben gerade ja. Durch die Musik ja. Und durch den Sprecher oder was auch immer. Ne? Du kannst ja aus irgendeiner Situation auf einmal was ganz, ganz Trauriges schaffen. Was wünschst du dir denn noch so für die Zukunft, für dich? Also was dann noch kommen soll? Breaking Bad soll für immer und ewig gehen? Oder auf so? Jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Hast du noch eine andere geile Serie, die du magst? Nip Tuck? Ist ja vorbei leider. Mhm. Oder weiß ich nicht, Six Feet Under, der Klassiker. Grey's Anatomy, wie findest du das gut? Arztserien? Nee, gucke ich gar nicht. Nee? Nee. Ansonsten gucke ich so Highschool-Serien. Was denn? One Tree Hill oder One Tree Hill, OC ne? California habe ich auch komplett geguckt. Die Staffel hat wirklich, also... Und so Mädchengeschichten, Charmed und sowas? Nee, habe ich keine Mädchen. Auch nicht Desperate Housewives und... Das ist ja für Schwule gemacht. Ja. Von Schwulen. Naja, gut. Oder wie heißen die anderen noch, die vier da, die... Welche? Vier? Ach, ich weiß es nicht. Da gab es auch einen Film, also... Vier? Sex in the City, Sex auch das gucke ich nicht, ja. Weiß ich nicht. Also, gut. War aber bahnbrechend. Ja, also gut. Sie kann zwar nicht schauspielen, sondern ich war nicht dabei, es war aber bahnbrechend. Es ja. War gut, Malone Blahnik, das hat schon was gebracht für die Frauen, im Ernst. Also danach wurden die ja sexier und irgendwie größer und bla. Größer. Die Schuhe und die Frauen. Ich war vorher schon groß. Da fällt dir noch was ein, was du sagen willst zum Thema Kino, was dir auf der Seele brennt? Nee, war. Nee, aber schön, dass du wieder in Berlin bist. Oder? Ja, freut mich auch. Ist ja wieder, ne? Du bist ja wieder, ich bin wieder in Berlin. Gut. Ja. Dann sagen wir Tschüss zu unseren Leuten. Auf Wiedersehen. Ciao. Wir gehen mal wieder ab. Ach ja. Und jetzt musst du wieder Wohnung verkaufen gehen, oder was? Ja. Wo denn? Welche Stadt hast du denn gedreht? Charlottenburg. Berlin, ne? Charlottenburg ist keine Stadt, ist Blitzer. Berlin. Ach nee.